Auch. Herzlich willkommen zum heutigen Überblick. Jo, es ist eine Woche ausgefallen, vor zwei Wochen tatsächlich. Dieses Format, was euch ja so sehr gefällt, wo wir immer so gute Rückmeldungen bekommen. Und jetzt musstet ihr einen Monat ohne auskommen, aber jetzt sind wir wieder da. Hey, die Leute schreiben uns das ja auch immer so ein bisschen, als wäre es so eine Art betreutes Nachrichtengucken. Ja. Es gibt bei uns auch lokal einen Genossen, der immer die Idee mir unterbreitet, man sollte doch mal so eine Art betreutes Tagesschau gucken, immer einmal in der Woche machen. Und man dann zwischendrin die Tagesschau immer anhält und dann einfach alles kommentiert und auseinandernimmt. Ja, es ist dementsprechend sehr viel passiert, auch einiges, was wir jetzt nicht mehr kommentieren können, aber schon auch Themen, die wir rückblickend ein bisschen betrachten werden, weil sie schon ein paar Tage vorbei sind. Aber vor allen Dingen ist ja eine Sache passiert, die ihr mitbekommen habt alle, die heute bzw. In der Nacht passiert ist. Und zwar, und das ist auch unser erstes Thema, wurde Trump angeschossen? Ja, es gab einen Attentatsversuch auf Donald Trump. Beziehungsweise muss man auch sagen, es ist ein eigentlich fehlgeschlagenes Attentat, ja, aber durchgeführt. Es wurde eine Person erschossen, beziehungsweise zwei Leute sind verstorben, weil der Attentäter selber auch vom Secret Service dann erschossen wurde. Und es ist noch eine Person in den Zuschauerrängen der Veranstaltung ermordet worden. Ja, denke ich schon ein Ereignis, was wirklich, wirklich weitreichende Folgen haben wird. Also sowohl für die US-Politik als auch für die Welt, weil natürlich das schon sehr ausschlaggebend darüber ist, ja, was für ein Präsident in diesem Land halt nun mal herrscht. Und also für mich ist jetzt eigentlich das Wichtigste, was daraus halt politisch folgt. Und das ist einfach, denke ich, die Realität, dass wir Trump als neuen Präsidenten sehen werden, weil das einfach ein so drakonisches Ereignis ist. Es gab auch in der Vergangenheit ja solche Ereignisse, wo US-Präsidenten angeschossen wurden oder sogar getötet wurden. Und in den Fällen, wo die halt das überlebt haben, solche Attentate, sind die Umfragewerte ins Unglaubliche gestiegen. Und da gibt es dann einfach speziell in den USA halt dieses Phänomen, dass sich dann halt alle hinter diesem Präsidenten oder dann Präsidentschaftskandidaten auch vereinen. Das wird jetzt natürlich nicht komplett mit den Demokraten passieren, aber es wird auf jeden Fall so sein, dass Trump enorme an Zustimmungswerte gewinnt. Gerade auch, wie dieses Ereignis abgelaufen ist, weil das muss man halt auch dazu sagen, finde ich. Er hat das aus Instinkt dann wahrscheinlich unfassbar krass über die Bühne gebracht. Ja, sehr souverän. Also ja, ich meine, das ist ja auch so, du hast, glaube ich, das Bild jetzt gerade nicht rausgesucht, was ich dir auch nochmal geschickt hatte. vielleicht ist es da auch noch drin. Ja, das ist es nicht ganz. Das ist ja, das da unten, was bei Tagesschau, was jetzt schon gesagt wurde, dass das eigentlich mit das Bild des Jahrzehnts wird. Und ja, ich meine, es fasst das ja auch perfekt zusammen. So, wenn man sich die ganze Szene anguckt, ist es natürlich so, Trump wird erstmal am Ohr gestriffen, was natürlich super krass ist auch, also so ein, im Endeffekt ein fast Kopfschuss zu überleben. Und ich konnte es auch erst gar nicht glauben, als ich dieses Video gesehen habe, wo man wirklich sieht, wie diese Kugel da vorbeizischt und er dann zusammenzuckt, dann auch zu Boden geht, dann eben nach diesen zwei Minuten dann aufsteht, von diesen Secret Service Sicherheitsleuten dann umringt und die Faust emporhebt und die US-Fahne weht im Hintergrund. Also besser geht's gar nicht. Und es ist tatsächlich auch so, wie du es schon angesprochen hast, das ist nicht nur eine Sache in den Vereinigten Staaten, dass wenn du dir das auf der Welt so anschaust, solange es nicht um einen Machthaber geht, der unfassbar verhasst ist bei der ganzen Bevölkerung, am besten noch ein fremder Machthaber, der über ein Land herrscht, funktionieren diese Attentatsversuche, insofern sie scheitern, ja, immer dazu, das ist ja eigentlich die ultimative
Herausforderung dieser Person, der Anschlag auf das Leben. Wenn die das souverän meistern, dann gibt das einen unfassbaren Boost in der Popularität, weil das ist wirklich doch die Person, die man sich für das Land wünscht, die sogar das eigene Blut dafür vergießen wird. Und wenn man das dann auch nochmal in diesen ganzen Wahlkampf mit reinbringt, weil das ist vielleicht jetzt, ich würde nicht sagen, das ist jetzt das Grundlegende dafür, wenn Trump nicht vorher schon die Person Trump gewesen wäre. Aber das im Gegensatz zu so einer Person wie Joe Biden, die sich eigentlich nur dadurch charakterisiert, vor allem in den letzten Wochen eigentlich nicht mehr geeignet für dieses Amt zu sein, beziehungsweise so wahrgenommen zu werden. Und dann haben wir die Person, die angeschossen wird, die Blut vergießt für das Land und dann da als der Kandidat des Volkes steht. Ja, das sind genau die Logiken, die dann letztendlich dahinter stehen und die Dynamiken, die dann dieses Ereignis einfach auslöst, ne? Und deswegen, also ich war auch wirklich, wo ich das heute gesehen habe mit dem Video, aus so vielen Gründen halt fassungslos. Man könnte halt auch nochmal, warum ich hier das Video von Mr. Wissen to Go rausgesucht habe, weil ich schon finde, dass es halt, und das wird ja auch gerade so ein bisschen diskutiert, dass es halt auch so, also ich bin jetzt wirklich niemand, der da halt jetzt an Verschwörungstheorien ausbricht oder so. Da gibt es ja auch jetzt schon Leute, die dann halt irgendwie, ja, das ist choreografiert. Also es wirkt ja auch wirklich fast choreografiert, wenn man es sich anguckt, weil es so perfekt gelaufen ist für ihn, in Anbetracht dessen, was passiert ist. Und man sieht das halt hier auf dieser Karte ganz gut, wo der Schütze halt war und wo die Bühne mit Trump war. Und hier in diesem blauen Punkt, hier Secret Service, also waren halt so Scharfschützen auf dem Dach, die dann halt nach vorne rausgeguckt haben. Und man sieht halt auch auf dem Video, es gibt ein Video, wo man dann halt dieses Scharfschützenteam halt auch sieht. Und die haben tatsächlich, gucken in die Richtung von dem Typen, der geschossen hat. Und gucken in die Richtung und reagieren halt erst, nachdem halt diese Schüsse fallen. Dann erschießen sie ihn halt sehr schnell. Aber man muss sich natürlich schon fragen, und wie das halt kommen kann, weil der Aufwand, der Sicherheitsaufwand, der da betrieben wird, ist halt natürlich enorm. Und man sieht das ja sehr gut. So viel ist ja in der Umgebung jetzt nicht. Und dann halt direkt auf dem gegenüberliegenden Dach liegt einfach ein Typ und ballert rum. So, ne? Also tatsächlich, ich habe auch mir im Anschluss ein paar Interviews mit Leuten, die vor Ort waren, angeschaut. Und es waren schon einige Trump-Anhänger auch, die so Interviews dann gegeben haben, wo sie gesagt haben, wir haben sogar die Sicherheitsleute darauf hingewiesen, ey, schaut euch das mal an, da ist jemand auf dem Dach, der sich da irgendwie bewegt. Wir haben einen Typen da auf dem Dach gesehen, guckt euch das mal an, und es ist nichts passiert. Das sind natürlich jetzt alles so, ich bin immer ein bisschen vorsichtig, wenn sowas Krasses passiert. Über Tage ist für mich ein wichtiges Medium unserer Bewegung. Man könnte fast sagen, die letzte Hoffnung der Bewegung, weil es vereint messerscharfe Analysen mit interessanten historischen Einblicken und natürlich der gewissen Prise Charme. Ihr droppt diese Sachen immer an den passenden Augenblicken. Vor allem, wenn das halt später irgendwie als Nachrichtenformat hochgeladen wird. Ja, für alle, die jetzt mal reinschauen, sowas passiert ab und zu bei uns. Ja, ich weiß, das ist ziemlich absurd, bezieht sich wahrscheinlich auf was anderes, aber passt hier, glaube ich, auch ganz gut. Naja, auf jeden Fall, ich wäre tatsächlich immer sehr vorsichtig bei solchen Sachen, vor allem bei solchen Großereignissen, die jetzt eigentlich passiert sind. Wie gesagt, eigentlich könnte man sagen, wahrscheinlich mit den Sachen, die folgen, so ein Ereignis, die in Rückblicken für ein Jahrzehnt vorkommen werden bei RTL dann, zu irgendeiner Silvestershow. was für eine Informationslage wir jetzt haben, das dann irgendwie schon klar einordnen zu wollen. Weil gerade auch mit diesen Attentatsachen würde ich auf jeden Fall dann vielleicht als auch so einen Einwurf machen zu, warum ich jetzt noch nicht so überzeugt davon bin, warum da eine Verschwörung hintersteckt. Also wie gesagt, es stimmt schon mit den Sachen, die da irgendwie reinspielen, dass man das gut vermuten kann, aber man muss halt immer bedenken, die USA sind... Achso, das war nicht, was ich gesagt habe. Nee, das meine ich gar nicht. Ich meine jetzt nur vielleicht an Leute, die... Also ne, man hat ja total irgendwie den Instinkt, so wie man, wenn man sich das jetzt so anschaut und gerade auch mit der Sicherheitslage. Aber die USA sind immer noch der größte
zivile Waffenmarkt der Welt. So, ich wundere mich eigentlich immer, wenn ich dann auch diese Veranstaltung sehe und wie viele von diesen Veranstaltungen passieren, dass so etwas so wenig durchkommt. Also natürlich ist der US-Geheimdienst der Beste der Welt so und die Sicherheitskräfte sind wahrscheinlich die geschultesten und besten der ganzen Welt so. Aber trotzdem wundert es mich immer bei so vielen Leuten, so viel Waffen in diesem Land, dass so etwas so selten passiert. Mhm. Und genau, wie Bold Anarchist schreibt, da muss man vielleicht auch sagen, auch wenn das absolute Experten da drin sind, manchmal aufgrund von gewissen Umständen passieren dann auch einfach selbst solchen Leuten dann menschliche Fehler. Genau, also ich wollte es einfach mal mit ins Rennen werfen, gar nicht, weil ich das jetzt denke oder so, sondern einfach, weil ja, solche Sachen erscheinen halt immer sehr unwahrscheinlich, dass es überhaupt passiert trotzdem, wenn man sich das überlegt, gerade in Anbetracht dieses Szenarios von, okay, der hat halt den besten Schutz der Welt, den man halt haben kann. Und das ist ja auch alles einstudiert für viele Jahrzehnte. Es gibt so viele, unendlich viele von diesen Auftritten und so. Und das ist dann halt einfach, offensichtlich gab es hier dann einfach Fehler in Abläufen, in dem Schutz von Trumps und Sitcher, dass ja in dem Szenario nicht passieren können. Ne? Hm. Das wollte ich einfach nur mal mit reinstreuen, weil das einfach, ich denke, auch ein menschlicher, logischer Gedanke ist, dass man dann einfach denkt, was ist da passiert und das ja auch öffentlich diskutiert wird. Also es ist ja Teil der Debatte, warum konnte das überhaupt passieren und wie konnte das nicht auffallen, gerade in diesem Kontext von, dass halt sogar die Sicherheitskräfte darauf hingewiesen wurden und wohl nach Augenzeugenberichten mehrere Minuten vergangen sind, von wo der Typ halt entdeckt wurde auf dem Dach und wo er dann halt geschossen hat. Ja, absolut. Also da, es gibt ja auch bei sowas immer alle möglichen Theorien. Es gibt ja sogar auch Theorien, die dann sagen, das wird von Leuten als einsame Wölfe gemacht, als Einzeltäter, die dann aber trotzdem was Positives damit wollen und dadurch dann irgendwie einen großen Moment schaffen. Da finde ich aber auch, was Gringo eigentlich schon schreibt, dass das für so ein, also für eigentlich alle geplanten Sachen mit dieser Entfernung und dann auf das Ort zu treffen, schon einfach sehr riskant dafür ist, egal was jetzt dann an, sagen wir mal, für eine Verschwörung dahinter stecken sollte. Aber vielleicht da kann man dann auch nochmal generell einmal kurz drüber reden mit dem Täter. Der ist ja schon erschossen worden. Ja. Und vor Ort dann ja von den Scharfschützen, ne? Genau, man hat ihn dann auch identifiziert. Und es ist wohl so, dass er registrierter Republikaner ist. Kurz vorher nochmal bei der letzten Wahl dann, das heißt kurz vorher bei der letzten Wahl für ein Political Action Committee, also diese eigentlich Lobbygruppen für dann einen bestimmten Kandidaten oder für die Demokraten oder Republikaner, Geld gespendet hat, aber dass sonst eigentlich fast gar nichts über ihn bekannt ist, was jetzt irgendwie in irgendeiner Art und Weise auf politischen Radikalismus in irgendeine Richtung deutet. Sonst sind wir noch relativ jung, ich glaube 20. Ja, 20 Jahre. Und das war so, die Waffe, die er benutzt hat, war so ein halbautomatisches Gewehr, was auch häufiger mal so in Verruf, auch selbst in den USA geraten ist. Weil man damit, AR-15. Genau, weil man damit so, wenn man geübt ist, nicht automatisch schießen kann, aber schon sehr schnell Schüsse abfeuern kann. Das hat man auch in dem Video halt gehört, dass halt die 3-4 Schüsse, die er abgegeben hat, sehr, sehr schnell hintereinander sind. Ja, ich glaube ja, die AR-15 war die zivile Version, also für den zivilen Markt des US Army Gewehrs, was eben in diversen Kriegen auch eingesetzt wurde. Ja. Aber ich denke, wie ich schon meinte, es wird, denke ich, sehr wahrscheinlich dazu kommen, dass halt jetzt Trump gewählt wird. Und ich sehe es auch ehrlich gesagt ein bisschen besorgniserregender als bei der ersten Wahl, weil es ist halt, finde ich, schon nochmal ein Unterschied jetzt zu damals gegeben, wenn man halt das erste Mal so an die Macht kommt und dann halt abgewählt wird. Und da war ja auch schon so diese, ja, so mit diesem Kapitolsturm, und da war ja auch schon so eine leichte Tendenz, dass er dann
klar, er hat dann die Macht abgegeben, aber so eine leichte Tendenz von das halt nicht wollen so und halt diese Ereignisse und so ein bisschen das dazu aufrufen. Und ich kann mir halt vorstellen, dass er jetzt halt nochmal mehr aufs Ganze geht, wenn er jetzt wieder gewählt wird und das Ganze auf jeden Fall ein bisschen heftiger wird als beim ersten Mal. Ist natürlich schwer, das jetzt halt vorherzusehen, aber wäre mein Bedenken. Ich möchte das einfach nur sagen, weil wir häufig davon reden, okay, es kommt halt immer wieder zur rechten Regierung und die werden nochmal wieder abgewählt, so wie in den USA, so wie in Brasilien, so wie in Polen. Und dann verändern sich die Situationen auch wieder rückläufig, weil wir dann ja immer so ein bisschen dieser Angst vor jetzt Faschismus und so, den wollen Linke das immer predigen, das so ein bisschen aus den Segel nehmen wollen. Deswegen möchte ich einfach noch dazu sagen, dass ich mir durchaus vorstellen kann, dass ich glaube jetzt auch nicht, dass Trump den Faschismus ausruft, wenn er an die Macht kommt, aber dass es auf jeden Fall nochmal eine deutliche Gangart härter wird als zum ersten Mal. Ja, also in der Konkurrenz auf jeden Fall, weil ich finde, glaube ich, bei den USA nochmal besonders wichtig halt zu bedenken, was für eine gigantische Finanzmacht auch auf der anderen Seite steht, wie eingefleischt diese ganzen Strukturen in ihrem Machtwandel, in dem ständigen Machtwandel sind, so von Demokraten zu Republikanern und wie tief das auch, also diese Zugehörigkeit zur einzelnen Partei in vielen Landesbereichen verankert ist und deswegen tue ich mir immer so ein bisschen schwer, damit zu glauben, Trump würde wirklich an die Position kommen, die Macht nicht abgeben zu wollen. Also was auf jeden Fall passiert und das kann man ja vielleicht auch sagen, da werden wir auch oder kann man darauf verweisen, das kündigen wir eh mal an, werden wir auch gleich noch drüber sprechen, wenn man sich dann sowas wie mit Italien, mit der Verfassungsreform anschaut, mit Polen oder so. Das sind natürlich immer Sachen, ne, dass das schrittweise genau. Verstärkung der eigenen Macht geht. Und bei Trump ist, glaube ich, auch nochmal ganz stark so ein individueller Faktor dabei, dass er natürlich auch sicherlich eine Rachebedarf hat für die Finanzvergehen, für die er dann belangt wurde. Solche Geschichten, dass er da einfach seine Position verbessern möchte. Aber ich glaube wirklich, über einen tatsächlichen faschistischen Putsch und eine Nichtabgabe von der Macht, da würde ich mir jetzt, also so richtig organisiert, keine großen Sorgen machen. Ja, und Negativland, ich denke, das ist auch ein Aspekt, dass einfach es eine Radikalisierung immer mehr von der Basis von Trump einfach gibt und dass es nochmal härter werden wird, jetzt in der zweiten, vermutlich zweiten Regentschaft von ihm, ja. Ja, und das muss man ja auch sagen, das gibt's halt nicht auf der Ebene, auf diese eine Person zugeschnitten. Das ist ja auch nochmal das Besondere. Also wenn wir uns das auf der demokratischen Seite anschauen, natürlich gab es so diese Zeit von den Bernie Bros oder den Leuten, die dann hier Alexandria Ocasio-Cortez dann stark irgendwie versucht haben, da auch so einen ähnlichen Personenkult rumzumachen. Aber eine Massenbewegung wirklich auf diese eine Person zugeschnitten, wie jetzt mit Trump, das gibt es sonst nicht in der US-amerikanischen Politik. Das ist halt schon was Besonderes und das ist, glaube ich, auch die Sache, dass die Republikanische Partei, auch wenn es da immer viel interne Machtkämpfe gibt, die schneidet sich auf jeden Fall immer und immer weiter auf ihn als die populistische, schillernde Figur zu. Deswegen stimmt das schon, Entkommen, dass es auch jetzt rein politisch betrachtet interessant gewesen wäre, was passiert, wenn er halt getötet worden wäre. Und generell für eine Zeit nach Trump kann man das halt gar nicht vorhersehen, finde ich, was dann mit den Republikanern passiert. Ja, also auch wenn er jetzt andersweitig das Zeitliche segnet. Also ist ja auch nicht mehr der Jüngste, wa? Nee, ich meine, er hat ja Biden auf jeden Fall noch ein paar Jahre vor, aber er ist auch nicht mehr der Jüngste. Auch über 80, ja. Meine ich, ne? 81 oder so, glaube ich. Mhm. Ja. Ja, und Bolt Anarchist, vielleicht tatsächlich, auch wenn ich größtenteils deine Einschätzung teile, man weiß natürlich nicht, was jetzt alles noch bis zur Wahl theoretisch passieren könnte. Ja. Auch wenn ich auch, sagen wir mal, wenn ich jetzt wetten müsste, auf jeden Fall auf Trump aktuell setze. Zwar ziemlich deutlich, wie wahrscheinlich die meisten Leute, weiß man natürlich auch nicht, was jetzt alles noch passieren kann. Ne? Also die Geschichte in den letzten Jahren bewegt sich ja auch auf einer Weltebene recht schnell.
klar, es ist halt einfach nur, ja, ich denke, es ist jetzt kein hoher Einsatz. Es ist halt wie, wenn man jetzt auf Bayern München setzt oder so, die halt irgendwie gegen... Ja, okay, dann schauen wir uns jetzt mal, schauen wir uns noch mal was an, was halt auch ja, mit beiden... Einmal so, ja, ich meine, wahrscheinlich kriegt ihr das ja alles auch mit, aber vielleicht, ich würde es einfach noch mal zeigen, weil es auch hammerwitzig ist, was halt dieser Typ, der halt ja sein Konkurrent ist, warum auch immer halt an dem fest... Ich verstehe das halt no shit halt überhaupt nicht. So. Machtdynamik in der US-amerikanischen Politdynastien, ich weiß es auch nicht. Ja, nur wenn man halt irgendwie die Macht behalten will, dann stellt man nicht mehr diesen Typen auf. Egal. Jetzt gucken wir uns einmal das an, weil das fand ich hammergeil. Und das ist halt dann jetzt der Kontrast. Will not prevail in this war. Ukraine will prevail in this war. And we'll stand with them every single step of the way. That's what the compact says, loudly and clearly. And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. You're going to beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Anyway, Mr. President. I'm better. You are a hell of a lot better. Thank you so much. Mr. President. Es ist geil, es ist geil. Das ist ja echt auch, das muss man ja auch mal sagen, dieser Präsident hat es echt geschafft. Man hat sich ja eine Zeit lang wirklich immer mit diesen ganzen Trump-Zitaten irgendwie in der deutschen Medienlandschaft beschäftigt und gedacht, wir haben jetzt den legendärsten Präsidenten, was so verbale Ausrutscher angeht. Ja. Aber Biden hat es wirklich einfach geschafft. Also wirklich, das ist ja nicht normal, oder? Und es ist ja voll das Internet mit vergleichbaren Situationen, wo der Typ dann halt irgendwie vergisst, wo er ist oder dann halt vergisst, dass er halt so mitten abbricht und einfach noch oder sich dann halt irgendwie bei einer Nationalhymne in die falsche Richtung dreht oder halt irgendwem nochmal die Hand schütteln will, den er halt vor 5 Sekunden schon mal die Hand geschüttelt hat und das vergessen hat. Und das ist halt, yo, der Typ ist halt wirklich, der ist halt diese Verkörperung von, es ist halt eigentlich egal, was für eine Marionette da am Ende des Tages an der Spitze von einem Staat steht. Der Typ ist halt eh hier nur so ein Aushängeschild, nur dass halt in dem Fall wahrscheinlich ein Sack Reis noch besser gewesen wäre. Ja, also ich glaube schon, dass die meisten Demokraten, und damit meine ich Demokraten ideologisch gesehen, sich das anschauen und sagen, das ist für ein Land unwürdig. Ja. Also das hat für mich so langsam schon echt eher so diese Vibes von dieser richtig alte, senile König, der nur noch im Bett eigentlich liegt, nicht mehr wirklich reden kann und alle versuchen einfach nur seine Befehle irgendwie zu interpretieren, wird auf dem Thron gehalten, einfach weil, ja, weil es das System halt so will. Ja, das Beste wäre jetzt, wenn, das spreche ich lieber nicht aus. Ja, das ist auf jeden Fall die Situation und ich glaube, da sind jetzt meine Spekulationen dann halt auch nicht so weit. Ja. Ja, willst du noch was dazu sagen? Nee, ich würde sagen, wir schreiten jetzt weiter zu den nächsten Populisten. Mhm. Denn jetzt geht es nach Italien und da sind die Rechten ja schon seit längerer Zeit jetzt wieder an der Macht und dort gibt es halt so, wie es jetzt eigentlich auch immer in den Ländern, wo es rechte Regierungen gab, diese Versuche von einem Verfassungsumbau. Und da gucken wir mal rein in die Nachricht hier. Da geht es nämlich ordentlich aus dem Maul im Parlament. Wegen der umstrittenen Verfassungsreform ging es in den vergangenen Wochen hoch her in Rom. Aber als der Entwurf im Senat mit 109 Stimmen angenommen wird, hat Giorgia Meloni die erste Hürde genommen. Die Direktwahl des Ministerpräsidenten ist das wichtigste Projekt ihrer rechten Regierungskoalition. Meloni setzt fort, was sie bereits zum Regierungsantritt angekündigt hatte. Wir sind davon überzeugt, dass Italien eine Verfassungsreform mit präsidialer Ausrichtung braucht, die Stabilität garantiert und die Souveränität des Volkes wieder in den Mittelpunkt stellt. Die drei größten Oppositionsparteien demonstrierten am Abend mit tausenden Anhängern gegen Melonis Reform. Sie befürchten, dass dem Parlament und dem Staatspräsidenten dadurch wichtige Kompetenzen entzogen werden.
Diese Reform muss gestoppt werden und es muss gesagt werden, was sie tut. Sie schränkt die Grundrechte der Menschen ein. Wir sind hier, weil wir gemeinsam ein entschiedenes Nein sagen zur Direktwahl des Ministerpräsidenten. Über die Verfassungsreform ist Italien mittlerweile in zwei Lager gespalten. Neben der Direktwahl geht es auch um Autonomierechte der Regionen. Da spielen unterschiedlichste Partikularinteressen eine Rolle. Doch während die einen insgesamt vor einem autoritären Umbau Italiens warnen, befürworten die anderen Melonis Versuch, dem politischen System in Italien überfällige Stabilität zu verleihen. Giorgia Meloni ist damit längst noch nicht am Ziel, denn für jede Verfassungsänderung ist in Italien eine Zweidrittelmehrheit nötig, und zwar in beiden Kammern des Parlaments. Kommt diese nicht zustande, muss darüber in einem Referendum abgestimmt werden. Bis zur endgültigen Verabschiedung ist es noch ein weiter Weg. Wie steinig der sein kann, zeigt der Blick zurück. Vor 8 Jahren scheiterte Regierungschef Matteo Renzi an einem Verfassungsreferendum und musste daraufhin zurücktreten. Meloni weiß das natürlich und sucht jetzt nach einem Weg, auf dem sie dieses Schicksal nicht ereilt. Ich finde es ganz spannend, weil du hast es ja gerade schon einmal angesprochen, dass die rechten Regierungen eigentlich immer mit so Verfassungsreformen einen Vorstoß machen. Mhm. Ist ja auch was, was wir mit Polen kennen, ne? Das ist ja auch was, was in der Türkei passiert ist. Mhm. Und sicherlich kann man da auch noch andere Beispiele nennen. Jetzt eben in Italien. Und ich finde, das macht aus so einer rechtspopulistischen Perspektive wirklich total viel Sinn. Und da kannst du es eben auch total gut ideologisch einbinden. Weil so wie sie es auch gesagt hat, also natürlich stecken auch andere Sachen dahinter, ne? Sie hat es auch gesagt, und ich glaube, in Italien ist das immer auch ein großes Problem, dass die Regierungsbildung häufig sehr wenig stabil ist und es deutlich mehr Regierungswechsel gibt, als wir es beispielsweise in Deutschland kennen, wo es ja sehr selten ist, dass so eine Koalition auf einer Bundesebene mal auseinanderbricht. Aber das ist darüber hinausgehend eben so, dass man sich ja wirklich immer auf die Souveränität des Volkes bezieht. Und das, was ja auch die Rechtspopulisten die ganze Zeit eigentlich sagen, ist, so wie das System jetzt ist, ist es eigentlich eine Diktatur, die gegen euch gerichtet ist, die so aufgebaut ist, dass ihr dort eben nicht euer Interesse durchsetzen könnt als Volk. Und ich bin ja eigentlich das gebündelte Volksinteresse. So stellen sich die Rechtspopulisten oder generell Populisten ja eigentlich immer dar. Und da macht es dann natürlich total Sinn, das dann immer auch so verkaufen zu wollen von, wenn wir jetzt beispielsweise eine Umstellung auf ein präsidiales System haben, wo dann auf mich besonders viel Macht zugeschnitten wird oder wo ich das dann noch schaffe, eben die alte politische Elite dann irgendwie ein bisschen stärker rauszubringen bei Entscheidungsfindung, da bringe ich eigentlich euer Interesse dann nach vorne, indem ich mich von der sonstigen vorherigen Regierungsgewalt emanzipieren kann. Und es macht auch strategisch Sinn, für die Rechte das so scheibchenmäßig umzubauen in ihrem Interesse, weil es einfach ja den materiellen Boden, auf dem sie halt agieren, ebnet. Und dann halt, wenn es jetzt zum Beispiel zu einem Regierungswechsel wieder kommt, wieder liberale Politiker oder so an die Macht kommen, dann müssen die erstmal mega lange damit zubringen, das alles wieder zurückzubauen. Und so wie das ja jetzt in Polen zum Beispiel der Fall ist. Manchmal sind Sachen sogar gar nicht mehr umdrehbar. Oder sie schaffen sich halt eben dann, wie in den USA es war, dann halt irgendwelche ihnen gehörige Richter und so. Und so geht das dann halt, ist das einfach ein faktischer Machtaufbau für das eigene Interesse. Das ist dann kein Aufbau vom Faschismus erstmal, aber es ist halt ein Abbau von demokratischen Strukturen, von so parlamentarisch-demokratischen Strukturen und von so auch diesen ja, anderen Gewalten, die dann halt eben in so einem Staat halt existieren, die halt ein Land schon demokratischer in dem Sinne machen. Ja, und dadurch wird die Situation halt schon halt auf jeden Fall für uns halt verschlechtert, ne? Ja, unsere Einflussmöglichkeiten werden dadurch verschlechtert. Und darüber hinaus ist es ja auch das, was tatsächlich einfach angestrebt wird, mit dem, wie gesagt wird, wie eigentlich mit der aktuellen Problemlage umgegangen werden müsste. Weil vielleicht jetzt ein anderes Beispiel, das mir auch gerade noch einfiel, Israel und die Verfassungsreform, auch sehr gut. Überall
machen eigentlich die Rechtspopulisten, Rechtsradikale und in zunehmendem Maße auch welche, die eigentlich eher so am rechten Rand von der Mitte stehen, eben aus, dass die aktuelle Weltlage, die ganzen diversen Krisen eigentlich ein jetzt, in diesem Moment passierendes Durchregieren benötigen. Mhm. Dass eigentlich diese ganze Parteienkonkurrenz und diese ganzen Unsicherheiten dann auch in den größeren Koalitionen einfach nicht mehr funktionieren. Und das ist ja auch was, was wir hier mit der Ampel kennen, dass das die ganze Zeit gesagt wird, es geht eigentlich nicht in der Situation, in der wir uns jetzt befinden. Da braucht man eben jemanden, der mit harter Hand einfach durchregiert. Und dazu passen natürlich diese Verfassungsreformen, die dann eigentlich auch die Macht auf einzelne Personen zuschneiden oder dann auch bestimmte Kontrollinstanzen Macht dann wieder wegnehmen, die Wege eben von einem Gesetzesentwurf zu einem durchgesetzten Gesetz dann einfach verringern und diese ganzen Checks and Balances einfach verkleinern. Das passt auch perfekt auf das, was die Leute, was den Leuten dann natürlich von den Politikern die ganze Zeit erzählt wird, in was für einer Situation wir befinden, immer kurz vorm Untergang. Und es braucht jetzt eben die eine Person oder die eine Partei, die das nur, die noch irgendwie es schafft, jetzt das Ruder rumzureißen. Und deswegen ist das, glaube ich, nicht zu unterschätzen, warum auch diese Verfassungsreform häufig so eine starke Unterstützung finden. Weil ganz häufig guckt man ja auch wirklich von linker Seite halt drauf und fragt sich, hey, warum sollten die Leute, wenn das wirklich eigentlich deren Einflussnahme wegnimmt, sich da positiv drauf beziehen? War ja auch in der Türkei so. Da haben die Leute immer drauf geguckt aus Deutschland und gesagt, warum, wie kann man das denn bitte wollen? Ja. Und ich finde, und ich denke auch, so muss man das halt eher verstehen, dass wir uns nach und nach dann dahin annähern, dass es dann tatsächlich zu einer Entwicklung von Diktaturen in einigen Ländern und dann in immer mehr Ländern kommen wird. Das ist halt diese typische Strategie von diesem Frosch, der halt so langsam gekocht wird in einem Topf, wo man halt immer das Wasser immer weiter erhöht und der das dann halt gar nicht so richtig mitbekommt, was eigentlich passiert. Und dann, wenn er halt merkt, okay, es ist halt kochend heiß, dann ist es halt schon zu spät. Und so würde ich es halt eher betrachten, es sind halt, selbst wenn rechte Regierungen an die Macht kommen, nicht diese direkten so, oh mein Gott, jetzt geht da alles drunter und drüber, sondern es ist eine ganz normale Machtübergabe, erstmal passiert vielleicht fast gar nichts, dann wird mal hier ein bisschen an ein Gesetz geschraubt, mal da ein bisschen was umgedreht, mal hier jemand reingesetzt, der einhörig ist, da vielleicht mal eine unabhängige Presse oder einigermaßen unabhängige Presse in einem liberal demokratischen Sinne unabhängig, so, ne, in Anführungsstrichen. Presse. Genau, wird dann mal, da war was geschlossen oder was weiß ich, ja, und so geht das dann sukzessiv in so einem Abbau von diesem, wie du das jetzt schreibst, Bolt in die Kiste, parlamentarisch-demokratischen Grundpfeilern. Ja, und das wird dann halt irgendwann halt diesen Kipppunkt geben, wo es dann halt auch einfach ja nicht mehr so eine starke Gegenwehr gegen sowas gibt, auch auf so einem international parlamentarischen Bankett, weil einfach dort halt überall dann diese rechten Regierungen halt sitzen, die dann ja, dann halt, wenn halt dann tatsächliche Diktaturen dann etabliert werden, dann halt doch mal irgendwie einfach so durchregiert, dann es kaum noch Reaktionen darauf gibt. Und so müssen wir das, denke ich, eher betrachten. Das ist ein Prozess, der lange noch nicht abgeschlossen ist. Also der Hummer ist, würde ich sagen, noch nicht fast durch. Das sehen wir auch an späteren Nachrichten gleich nochmal. Und da tun wir auch gut daran, als Linke dann nicht in Alarmismus zu verfallen. Aber es zeigt halt eben, dass wir uns immer näher an diesen Zustand dran bewegen. Ja, und ich glaube, das hängt auch einfach dann ganz stark davon ab, wie sich so die weltweite Krisenlage entwickelt. Ja. Weil es ist ja auch so, das muss man ja dazu sagen, auch wenn man sich jetzt nicht klassische populistische Parteien anschaut oder Rechtsradikale, die dann an die Macht kommen, auch die ganz üblichen liberalen Verdächtigen, sei es jetzt die Sozialdemokratie, seien es jetzt die Christdemokraten, was auch immer, wenn es jetzt zu einer Kriegssituation oder so kommt, dann werden auch teilweise die Rahmen demokratischer Einflussnahme verändert, teilweise durch Notstandsgesetze, die dann zu einem gewissen Grad dann nach einem Kriegsfall wieder zurückgenommen werden können, aber teilweise auch in einer nachhaltigen Veränderung davon. Und ich glaube, deswegen sind das auch alles so Dinge, die muss man sehr stark davon abhängig machen, weil in einem Land, was jetzt, sagen wir mal, in einem relativ ruhigen sozialen Zustand ist, es gibt wenig ethnische Spannung, es gibt kein großes Problem mit
explodierenden Kriminalitätsraten. Die soziale Lage ist recht in Ordnung. Man fühlt sich jetzt auch nicht zu bedroht durch Klimawandel oder durch internationale kriegerische Konkurrenz. Da werden solche Sachen auch nicht so gut funktionieren. Also ich meine, ich möchte jetzt, das ist jetzt tatsächlich einfach mal ins Blaue reingeraten, aber ich gehe jetzt mal tatsächlich davon aus, dass wenn jetzt so etwas einfach mal in Island angestrebt werden würde, wenn die meisten Leute auch sagen, ja, hast du so noch alle? Ja. Olaf Hilgerson. Oder wie sie auch heißen. Also ich denke auch, das Ding ist, dass wir wirklich den Punkt uns vor Augen führen müssen, dass das eine ganz, ganz, ganz klare Bestärkung nochmal für unsere Position ist, dass wir uns unabhängig machen müssen von diesem liberal-demokratischen Projekt. Und zwar deswegen, dass selbst wenn es dann mal gelingt, die AfD nochmal um so und so viele Jahre zu verhindern oder dann doch wieder es einen Regierungswechsel gibt, diese ganzen Entwicklungen ins, wenn man so sagen will, dann totalitäre, diktatorische Rechte, die passieren gerade zwangsläufig, weil es halt auch immer weiter eine Zuspitzung dieser Zustände auf der Welt gibt. Das wird auch nicht weniger werden. Und deswegen ist es unfassbar wichtig, dass wir uns endlich freimachen von diesen absurden, immer wieder, ja, wir müssen jetzt alles darauf setzen, halt irgendwie die Rechten zu verhindern und sonst irgendwas. Und deswegen ist es auch so wichtig, da halt auf eine wirklich eine klassenkämpferische Alternative zu setzen, weil diese ganze Scheiße lenkt uns doch halt ab. So, da wird dann halt über die Verfassungsreform da gesprochen, da wird halt über Trumpier gesprochen, da wieder eine rechte Regierung, da ist wieder das und das passiert. Aber das Ganze, der ganze Klassenkampf von oben so, die Ausbeutung, die ganzen materiellen Bedingungen, die verschlechtern sich halt immer weiter und werden immer beschissener. Und natürlich dann in einer radikalisierten Form noch, wenn eine rechte Regierung da ist, aber die werden auch immer schlimmer unter liberalen Regierungen. Und deswegen können wir halt uns nur daraus befreien, wenn wir halt es schaffen, halt einen revolutionären Prozess in Gang zu setzen, wo halt wirklich man wieder eine Alternative zu diesem System aufbaut, das halt dazu in Opposition steht, was wir immer sagen. Ich würde aber dazu eben noch ergänzen, dass man trotzdem auf diese ganzen Entwicklungen eine differenzierte Sicht braucht, weil Klar. Man darf auch bei natürlich dieser absolut richtigen Stoßrichtung hin wieder zu mehr außerparlamentarischer Opposition, zum Aufbau von freien Gewerkschaften, zum Aufbau von Bewegungen auf der Straße, darf man natürlich nicht vergessen, dass diese ganzen Sachen, so wie das dann vielleicht manche, um das mal mit Kennys Beitrag aufzugreifen, idealistischen Anarchisten dann irgendwie da drauf blicken und sagen, ach ja, das ist ja alles einfach nur der parlamentarische Zirkus und was da passiert, das geht mich nichts an. Ich sitze hier in meinem Infoladen und mache die große Politik, sondern das, was da passiert, das hat natürlich sehr, sehr große Einflüsse auf die Art und Weise, wie wir Einfluss nehmen können, bedeutet teilweise auch, dass wir uns an solchen Kämpfen beteiligen müssen, was da entschieden wird. Bedeutet auch, dass wir teilweise uns mit auch parlamentarischen Kräften punktuell dann in sowas zusammentun müssen. Klar, es geht mir nur. Und das muss dann eben genau in die Verbindung damit treten, dass man eben trotzdem das, was in dem parlamentarischen Rahmen passiert, nicht aus den Augen verliert und vor allem das dann auch richtig fasst, was dann passiert und trotzdem sich nicht aber ganz darauf verlässt, dass das, und das ist ja das, wie die Liberalen das machen, wenn wir jetzt diese Verfassungsreform abwenden, wenn wir jetzt dafür sorgen, dass diese Partei, dieser Präsident wieder aus dem Amt kommt, dann sind eigentlich alle Probleme gelöst so. Dann stehen wir eigentlich gut da. Das ist das, was wir erreichen müssen. Und so wie sonst regiert wird, ist eigentlich schon in Ordnung. Da darf man sich natürlich nicht idealistisch drauf beziehen. Aber nichtsdestotrotz muss man eben fassen und muss man verstehen, was da passiert und teilweise sich auch da einmischen, um am Ende den eigenen Arsch zu retten und auch die eigene Einflussmöglichkeit zu vergrößern. Absolut. Mir ging es halt wirklich darum, dass halt gar nicht so unrelevante Teile von auch einer Linken und auch radikalen Linken oder vermeintlich radikalen Linken sich halt davon real vereinnahmen lassen. Ja? Ja, real absolut. Vereinnahmen lassen und real halt einfach nur ein Wagenrad am Streitross der liberalen Demokratie im Kampf gegen rechts werden. Ja gut, dann, wie gesagt, haben wir verloren, weil das halt ein Kampf ist, den wir halt über den Weg nicht gewinnen können. Darum geht es mir ja. Auf lange Sicht, mit langen Atem können wir
halt die politische Rechte und diese Entwicklung hin zu immer reaktionärerer Politik ja nur gewinnen, wenn wir eben diese Opposition generell halt bilden. Ja, ich meine, solange es Staaten gibt, wird es Nationalisten geben. Ja. Gut, aber kommen wir zu einem Thema, wo man dann darin gut sehen kann, dass es auch eben immer wieder diese Ereignisse gibt, ja, die halt diesen Prozess halt eben verlangsamen, zumindest auf Jahre hin, denn in Frankreich wurde jetzt groß getitelt, es gab einen Linksruck und tatsächlich wurde die Rechte auf Platz 3 belegt. Da müssen wir, glaube ich, gar nicht so... Also es geht doch. Es geht doch. Ich lasse das einfach mal so ein bisschen im Hintergrund laufen, so nur so als Bebilderung. Und deshalb, weil das habt ihr ja auch eher alle mitbekommen und die groben Ereignisse. Und das ist ja wirklich etwas, was in Frankreich jetzt auch, glaube ich, schon das zweite Mal passiert ist, mit dem Vater von der Le Pen war es ja auch so, dass der auch mal kurz davor war, möglicherweise an die Macht zu kommen und es dann halt ein gemeinsames Parteienbündnis gab, von liberal bis linksradikal, die halt eben verhindert haben, dass das passiert, und das ist jetzt eben wieder gelungen in den USA, in Frankreich. Und da muss ich schon sagen, fand ich das erstmal einfach relativ witzig. So, das ist halt, also weil ich einfach so, das jetzt halt auch nicht so krass hab kommen sehen, dass es halt so einen doch so einen großen Abstand auch gibt. Und das halt, weil das war ja ein Parteienbündnis, also dass sie halt auch erste Kraft werden und Macron halt auf den zweiten nur kommt. Und einfach witzig in dem Sinne, weil halt ich das so gar nicht mitbekommen habe, dass im öffentlichen Diskurs überhaupt das als Option gesehen wurde, dass das passiert. So. Es wurde halt die ganze Zeit nur gesagt, ja, eigentlich ist das schon beschlossene Sache, ne? So vielleicht wie ich auch vorhin gesagt habe, ja, Trump kommt ja sowieso an die Macht in den USA. Und da war das in Frankreich ja auch so. Es war halt eigentlich beschlossene Sache, dass die Rechte jetzt an die Macht kommt. Und dann halt einfach so, bam, so echt einen, auch wenn jetzt halt trotzdem Le Pen ja dann, glaube ich, noch an Stimmen dazu gewonnen hat und an konkreten Stimmen dazu gewonnen hat, war es ja dann trotzdem mit einem sehr großen Abstand, dass halt die Linke da jetzt halt davongetragen hat. Und im gleichen Zug fand ich es dann auch wieder witzig, dass wir halt viele Nachrichten bekommen haben, weil ich dann halt ja bei uns in die Story halt so bei Instagram gepackt habe, ja hier Linksrutsch, lol und so, weil ich es, ne, wie gesagt, erstmal witzig fand. Und dann halt meinen, ja, das ist ja kein Linksrutsch und so weiter und so fort. Auch in den Kommentaren von dem Video steht das halt auch, dass es ja kein Linksrutsch sei. Verstehe auch schon viele Gedanken dahinter, aber trotzdem ist es ja halt jetzt ein Parteienbündnis, wo sogar kommunistische Parteien und so weiter halt mit drin sind. Hast du irgendwo die Hochrechnung noch? Nee. Also ist das dann, dass die einzelnen Parteien vorher nicht, sagen wir mal, in dem Vergleich zu den einzelnen Ergebnissen vor jetzt nicht dazu gewonnen haben? Ja. Ist dann. Oh, echt? Das finde ich. Ja, okay. Rassemblement National hat fast die Stimmen verdoppelt. Ja. Das, und das ist dann NFP, ist die Front Populaire. Ja. Die neue Volksfront. Ja, haben ja auch 2,4 dazu gewonnen. Aber ja, daran sieht man es halt ganz gut, ne? Was halt da gemeint ist. Ich verstehe das auch schon, dass es auch eine generelle Rechtsentwicklung auch in Frankreich gegeben hat und so. Stimmt ja auch. Es geht ja nur darum, halt zu sagen, okay, es ist halt einfach ein krasses Ereignis, was halt zeigt, in der französischen Zivilgesellschaft und in der Gesellschaft generell hat die Linke halt einfach noch einen realen auch Einfluss- und Mobilisierungsfaktor. Und wenn so ein Ereignis halt passiert, dann kann sie halt über eine große Mobilisierung von relevanten Teilen der Gesellschaft halt einfach sowas kippen.
Ne? Ja, ich meine, man muss ja auch dazu sagen, dass halt einfach die Gewerkschaftsbewegung noch viel mehr verankert. Und da ist es natürlich auch so, wie wir das in anderen Ländern kennen, wo dann über Gewerkschaften oder religiöse Organisationen, die stark einfach auch noch den, ja, das soziale Leben bestimmen und auch die Interessen der Leute vertreten, dass wenn dort dann eben dafür geworben wird, eine bestimmte Partei zu wählen, dass das einfach auch einen großen Einfluss hat. Ne? War ja sogar so, dass selbst die OCL, die Anarcho-Kommunistische Föderation, dazu aufgerufen hat, wählen zu gehen dieses Mal. Ja, also in bestimmten Situationen muss man sich genau anschauen. Kann aber natürlich auch sinnvoll sein. Wobei ich auch trotzdem finde, also jetzt nochmal die Ergebnisse so zu sehen, schon ziemlich heftig. Also wenn man sich anguckt, wie ich das auch in den Medien hier mitbekomme, aber ich habe mich jetzt wirklich, das ist jetzt ein Thema, wo ich mich nicht intensiv mit beschäftigt habe, weil ich mich auch generell mit der französischen politischen Landschaft nie sonderlich intensiv beschäftigt habe. Also man hat ja immer so seine bestimmten Länder, die man einfach bevorzugt in der Beschäftigung. Und da muss ich sagen, finde ich es trotzdem krass, wenn man sich das anschaut. Also fast Verdopplung beim RN und es wird dann von einem Linksrutsch gesprochen. Also ja. Das ist schon, finde ich einfach krass. Also die Suggestion, die davon ausgeht, ist natürlich eine falsche, weil es geht ja auch darum, was halt allgemeingesellschaftlich passiert und auch die politische Rechte und auch die extreme Rechte in Frankreich ist ja deutlich stärker geworden. Es gab ja auch mal jetzt eine explizite Nazi-Demonstration in Frankreich, glaube ich, in Paris, so durch die zentralen Straßen und so, eine größere vor einigen Monaten. Also da, das klar, es ist kein Linksrutsch, suggeriert halt was Falsches, weil das halt bedeuten würde, dass es halt wirklich so eine gesellschaftliche Sache ist, ne? Die halt die gesamte Gesellschaft erfasst und dann halt jetzt voll was Großes nach links passiert. So ist es halt wahrscheinlich nicht, aber man kann das auch so sagen, wie Gringo, es ist vielleicht auch sogar ein Mittelruck in der Linken. Dass sich die Linke so in die Mitte rückt und da dann halt irgendwie so, ja, es ist halt nicht so einfach zu werten, aber trotzdem ist jetzt auch nicht komplett falsch, das zu sagen, so dass halt hier noch halt eine Linke vorhanden ist, die dann entsprechend handlungsfähig ist und darauf reagieren kann, etc. Ja. Aber eine Sache, also was ich tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich mich gerade blöd anstelle, aber wo ist der RN jetzt auf dem Platz 3? Das ist wegen diesem Wahlsystem halt so. Das ist wegen dem Wahlsystem so. Ich kann das jetzt auch gerade nicht erklären, leider, aber das ist weil dann halt irgendwie so die Sitze gewählt werden und dadurch, dass haben das ja so gemacht, dass halt die Macron-Partei und das linke Bündnis, die haben ja in ganz vielen Orten Kandidaturen zurückgezogen, so dass dann quasi für diesen einen Kandidaten es immer nur einen Gegenkandidaten gegen den RN-Kandidaten gab. Ach, die haben. Und dann sind quasi beide Lager haben dann den gestimmt. Und dann kannst du es dir ungefähr vorstellen, wenn man jetzt beide Lager zusammennimmt, dann sind wir bei 48%. Ne? Und also, das ist dann halt ein deutlicher Unterschied davor. Okay, und die haben das dann auch, da geht es auch nicht um. Die haben dann auch ein System, wo man dann mit dem Abgeordneten einen Wahlkreis gewinnt und der wird dann entsandt. Genau, ich glaube schon. Und das ist dann nicht irgendwie einfach in absoluten Zahlen die Prozentzahl und so viel kriege ich dann im Parlament. Genau, ich glaube schon. Wieder ein gutes Beispiel, dass wir uns auch Themen hier erschließen im Überblick. Ja, das ist ja auch mit Wahlsystemen, da hat man ja immer sagen wir mal, eine breite Wahl an Möglichkeiten. Aber gut, das macht natürlich Sinn, wenn man das so zusammenrechnet. Ja, finde ich dann. Was ist DVD? DVD ist auch gut, ne? Diverse Rechte. Okay. Ja. Diverse Rechte Deutschland wäre auch mal ein DVD, wäre auch ein spannender Name für eine rechte Partei in Diverse Deutschland. Rechte Deutschland. Ja. Ja.
Soweit vielleicht dazu. Es zeigt halt trotzdem einfach, dass es halt dann immer wieder auch gelingt, solche Entwicklungen zurückzudrehen. Es ist ein weiteres Beispiel dafür, genau wie wir das ja auch dann in Polen, in Brasilien, in den USA gesehen haben. Und oder auch in Skandinavien jetzt bei der EU-Wahl, da gab es ja auch sehr starke Zugewinne für eher linke Parteien. Und so muss man es dann halt auch sehen, ne? Dass es halt immer auch so ein gewisses Hin und Her gibt. Selbst wenn es halt eine klare Tendenz ins rechte Lager gibt, und das wird auch nicht sich ändern, denke ich. Ja, weil, wie gesagt, wenn ich mir die Gewinne und Verluste angucke, so würde ich es auch trotzdem noch deuten. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zu einem schönen Thema und auch mal weg von der parlamentarischen Ebene, weil nervt ja auch irgendwann. Genau jetzt, wo Nightmare kommt. Und zwar springen wir mal nach Südkorea. Dort hat es nämlich sehr relevante Streiks gegeben bei Samsung. Da hören wir jetzt mal den Beitrag an. Beim weltweit führenden Chiphersteller Samsung Electronics hat nach Gewerkschaftsangaben ein Großteil der Richtig mächtige Aufnahmen einfach. Es ist irgendwie so voll häufig in so Asien halt die Gewerkschaftsversammlungen. Sehr diszipliniert. Ja, ja, immer so. Ich liebe das aber auch tatsächlich mit denen. Das ist ja so eine Sache, das hast du in Ostasien und im Nahen Osten häufiger, dass Leute Spruchbänder um die Stirn tragen. Mhm. Das ist schade, das könnte man sich vielleicht dann schon mal abgucken. Ja. Sieht cool aus. Ja. Ich weiß halt nicht, was das hier so zulande für Vibes auslösen würde, aber ja. Ja, das ist nämlich die Sache, Nightmare. Das finde ich auch gut, dass du das reinschreibst, weil voll häufig, wenn wir dann eben ins Ausland bei sowas schauen, dann sagen die Leute immer, boah, das ist ja krass, wie das da aussieht. Schon cool, schon beeindruckend. Mhm. Aber wenn du das dann hier machen würdest, die Leute direkt so, oh, finde ich jetzt schon ein bisschen schwierig. Seid ihr jetzt in der Jugendwiderstand oder was? Beschäftigten die Arbeit niedergelegt. Am Montag trotzten Arbeitnehmer hier in Südkorea dem Regen, skandierten Slogans und streckten unisono die Fäuste in die Höhe, als sie einen dreitägigen Streik für eine bessere... Das ist stabil. Nur mit dem schwarzen Tanktop. Mit diesem Regen dann auch noch so, in diesem Regenschauer, das sind schon geile Aufnahmen. Unsere Bezahlung begannen. Die Gewerkschaft National Samsung Electronics Union, deren rund 30.000 Mitglieder fast ein Viertel der südkoreanischen Belegschaft des Unternehmens ausmachen, fordert eine Verbesserung des leistungsbezogenen Bonussystems und einen zusätzlichen Urlaubstag. Diese Anzeige verwies auf aktuelle Teilnehmerzahlen, die der Gewerkschaftschef so einordnete. Unsere Mitglieder und die Beschäftigten wurden nicht ausreichend über Gewerkschaften aufgeklärt. Aber ich glaube nicht, dass die Beteiligung gering ist, denn Samsung hat die Beschäftigten unterdrückt, sodass es großen Mut erfordert, sich an dem Streik zu beteiligen. Ihre Teilnahme bedeutet eine große Unterstützung für uns. Und ein Streikteilnehmer sagte: Jetzt nach dem Eintritt in das Unternehmen kann ich die interne Situation allmählich verstehen. Aufgrund meiner Erfahrungen sowie der Ratschläge vieler langjähriger Mitarbeiter ist mir klar geworden, dass Samsung seine Beschäftigten ganz anders behandelt, als es von außen aussieht. Nach dieser Erkenntnis schwindet mein Stolz auf das Unternehmen allmählich. Weitere Aktionen gegen den mächtigsten Konzern des Landes sind angekündigt. Analysten gehen allerdings davon aus, dass der Streik kaum Auswirkungen auf die Chipproduktion haben wird, da diese weitgehend automatisiert ist. Dennoch sehen Experten in dem Ausstand ein Zeichen für die schwindende Loyalität der Beschäftigten. Der Konzern steht derzeit zudem unter Druck, sich im Wettbewerb um Chips für Anwendungen der künstlichen Intelligenz zu behaupten. Ja, das kann man wohl ausdrücken, dass das eine Demonstration ist, die die schwindende Identifikation mit dem Unternehmen ausdrückt. Also wenn in der Organisierungszahl, das ist ja Wahnsinn, was wir auch für eine Organisierungszahl mittlerweile haben, meine Arbeiter so auf die Straße gehen würden, dann würde ich mich auch als Unternehmen fragen, okay. Also ich würde auch sagen, mit dem Typen in dem schwarzen Tanktop kannst du alles schaffen. Ja, vielleicht, was aber, glaube ich, ganz wichtig ist, dazu zu sagen, weil es ja auch auf westliche Ohren erstmal so ein bisschen komisch klingt mit diesem Loyalität zu einem Unternehmen. Mhm. Also Südkorea von so der nationalen Kultur nochmal im Besonderen gibt es einfach eine unfassbare Durchdringung auch der Zivilgesellschaft, der politischen Landschaft
von eben diesen paar Großkonzernen, allen voran eben Samsung. Ja. Also die Sportwelt ist auch davon. Dann hast du halt das Samsung-Team, was gegen das Hyundai-Team beispielsweise spielt. So politische Landschaft ist eben durch die Unternehmerfamilien kontrolliert und auch die Leute haben eine unfassbare Loyalität vor Ort. Ich hatte das erst letztens von einer Freundin mitbekommen, die jetzt ein halbes Jahr in Südkorea gewesen war. Das ist, also natürlich hört man das, Nightmare, du schreibst es ja schon rein, auch in Deutschland hier, auch in anderen Ländern gibt es das. Und da wird es auch versucht, eben so eine starke Corporate Identity zu schaffen und die Leute loyal zum Unternehmen zu halten. Aber das kann man halt in dem Maßstab, wie es da passiert, wie die Leute sich eben mit dem Unternehmen identifizieren, einfach nicht vergleichen. Ja. Das ist vielleicht sowas, vielleicht vergleichbar damit, wie das mal in Deutschland in den 70er und 80er Jahren gewesen war, so, wo man dann auch schon wusste, oder vielleicht nur in den 90ern, man hat die Sicherheit, eben Papa hat da gearbeitet, dann gehe ich auch dahin, ich wohne in den Ford-Baracken, ich arbeite bei Ford, ich werde dafür sorgen, dass mein Sohn auch bei Ford arbeitet, so. Aber ich denke, das zeigt auch, also ich finde das erstmal sehr hoffnungsvoll, weil es zeigt auch, dass es selbst in einer Kultur, wo halt die Arbeitsmoral und Identifikation mit dem eigenen Unternehmen nochmal eine andere ist, möglich ist, so eine starke gewerkschaftliche Bewegung dann aufzubauen, die wirklich ja einen hohen Organisierungsgrad erreicht und ja so auftreten kann und so weiter. Und auch ja sogar eine weltweite Diskussion loslöst. Also das ist ja schon eine Nachricht, die ging ja auch bei uns hier rum durch die Nachrichten und so. Und das zeigt auch gleichzeitig, also es wurde ja zwar in dem Beitrag gesagt, okay, diese Produktion ist halt groß, zum Großteil automatisiert, was natürlich die Kampfkraft, die Einflussmöglichkeit von einer Gewerkschaft jetzt erstmal minimiert, weil, okay, wenn die Leute jetzt halt gerade nicht mehr da sind, läuft es vielleicht teilweise einfach trotzdem so weiter, weil das halt Maschinen machen. Trotzdem sieht man, denke ich, daran, dass es so eine große Relevanz hat, diese Diskussion, nicht nur, dass es halt bei Samsung passiert, als so ein großes Unternehmen deswegen sehr spannend für die Öffentlichkeit ist, sondern eben gerade sich es halt um diese Chips dreht, die ja, wo ja einfach so eine Weltwirtschaft halt auch mit dranhängt. Und das ist halt sehr, sehr spannend, weil das zeigt halt die ungeheure Macht, die halt Arbeiter und Arbeiterinnen dann auch haben. Selbst wenn viele Prozesse automatisiert sind. Man weiß ja nicht, wohin sich diese Gewerkschaft so weiterentwickelt. Wenn die halt sich weiter radikalisieren, ihren Organisierungsgrad weiter erhöhen, ja, dann gibt es vielleicht auch mal ein paar andere Aktionsmethoden, die dann über Streik hinausgehen. Vielleicht auch mal Sabotage oder sonst irgendwas. Und dann wird es halt anders, ne? Dann wird es halt prickelnd. Und da hast du eine enorme ökonomische Macht, deine Situation als Arbeiterin zu verbessern. Ja, und ich will das jetzt auch nicht zu voll nehmen, dass es komplett, also dass es automatisiert ist und einfach weiterläuft. Das wird erstmal, glaube ich, jetzt gesagt, weil es natürlich in dieser Diskussion drin ist, wenn es um Chips geht, gibt es um das Bottleneck der Chips und dass das überall an allen Enden und Ecken unserer neuen Digitalisierungswelle fehlt und auch für das, was eigentlich gerade die europäischen Staaten bräuchten, um wieder weltweit konkurrenzfähig zu sein, und überall mangelt es an den Chips. Und da will man, oder da nimmt man sicherlich die Angst von, es wird jetzt erstmal vielleicht in den nächsten paar Tagen, in den nächsten Wochen oder so nicht dazu kommen, dass das jetzt massiv davon betroffen ist. Aber es ist natürlich nicht so, dass für Samsung die Leute, die dort jetzt da stehen, komplett irrelevant sind. Klar. Weil sonst würden sie da nicht stehen, wenn sie da nicht arbeiten. So. Absolut, wenn sie komplett austauschbar oder nicht mehr als austauschbar, einfach kann man streichen. Das ist irgendwie noch so ein Überrest von letzten Jahrzehnt oder so. Die müssen irgendeine Funktion erfüllen. Ja. So auf jeden Fall, ja. Ja, und dementsprechend, das muss man sich natürlich schon vor Augen führen, dass das gerade bei den Chips, was da eben alles gerade in der Diskussion steht, in diesen absolut kritischen Branchen, da Gewerkschaftskämpfe haben natürlich einfach eine viel, viel höhere globale Strahlkraft und auch eine viel höhere Chance auf Erfolg. Mhm. Weil man da einfach zu einem gewissen Grad natürlich sparen kann, aber ab irgendeinem Punkt auch sagen muss, das ist so viel wichtiger, dass das Geschäft jetzt weiterläuft. Das können wir uns auch nicht erlauben, da als krisenhafter Akteur wahrgenommen zu werden, weil Chipproduktion ist ja auch was. Wir haben jetzt Saarbrücken, wir haben Magdeburg,
Wir haben Dresden oder Sachsen generell, wo jetzt schon Produktion versucht wird, nach Deutschland zu verlagern, um nicht mehr die ganze Zeit angewiesen zu sein auf Taiwan, auf Südkorea. Und dementsprechend da, würde ich sagen, kann man auf jeden Fall den Leuten sehr viel Glück wünschen und auch eigentlich recht viel Hoffnung haben, dass die Ziele erreicht werden. Und das finde ich halt auch als Ergänzung noch spannend für so eine strategische, revolutionäre Diskussion, diesen Fall, weil er halt eben zeigt, wie wichtig es ist, sich dann auch auf diese bestimmten Industrien und bestimmten Arbeitsbereiche dann auch zu konzentrieren, die dann wirklich so eine große Relevanz haben in der Weltwirtschaft, weil ja, wir damit halt eine enorme ökonomische Macht ausführen können. Und das ist also eine Sache, wo man halt dann verstärkt drauf gucken muss in einem revolutionären Aufbau, dass man halt das auch schafft, dann in entsprechenden Betrieben, in entsprechenden Wirtschaftsfeldern dann auch stark zu sein. Ich möchte das auch nochmal, um das nochmal zu verstärken mit diesem Eindruck hier von diesem Gewerkschaftsaufbau, lasse ich auch nochmal kurz im Hintergrund laufen, weil die haben vor 3 Jahren haben die das erste Mal bei Samsung gestreikt, diese Gewerkschaft. Und da in dem Beitrag wird halt erzählt, dass die zu dem Zeitpunkt noch ganz eben frisch waren und, und dann halt eben sich auf so Führungskräfte und oder so höher gelagerte oder wichtigere Leute halt fokussiert haben, weil sie halt noch nicht so die in der Breite halt da organisiert waren. Und da sieht man halt, das ist halt die erste Streikumgebung von vor 3 Jahren. Und wenn man das jetzt vergleicht mit den vielen Menschen, die halt danach gut organisiert auf die Straße gegangen sind, da sieht man halt, wie viel man in 3 Jahren erreichen kann als gewerkschaftliche Organisation in so einem zentralen Gebiet. Das muss uns halt auch Hoffnung machen, wenn man daran sieht, ja, wie stark halt unsere Kraft sein kann und wie gut man halt sowas auch aufbauen kann. Ja. Und das bringt uns jetzt auch mal zu den lokalen Themen. Es war ja jetzt etwas, herzlichen Glückwunsch für das Kanal-Abo. Ola, das muss ich mal irgendwie später machen. Das habe ich noch nie gemacht. Aber du bekommst dein Kanal-Abo auf jeden Fall. Lieb, dass das immer so einen vollen Katalog voll aus mit Sachen, die mich auch selber immer wieder überraschen. Ja, ist toll. Heute sind ja schon 2 Sachen vorgekommen, die bisher noch gar nicht kamen mit Punkten. Aber ja, du bekommst es nur später. So, wir springen auf die lokale Ebene und da geht es weiter mit einem Anschlag. Ja. Wirklich. Heute wild. Viel passiert in den letzten Wochen. Ja. Es gibt mal einmal die Nachrichten. Was ist ja auch tatsächlich was ganz Aktuelles. Also ich weiß gar nicht, wann das jetzt so richtig rauskam. Ich meine, das war auch vor 2 Tagen, genau am 12.07., dass ich jetzt das erste Mal davon gelesen hatte. Mhm. Und es sollte jetzt eben von russischer Seite einen Anschlag auf den CEO von Rheinmetall geben. Angeblich oder tatsächlich? Also ist ja wirklich immer bei so einer Sache... Deswegen, ja. Soll geben, also ja, gut, da würde ich dann auch wieder sagen, kann man natürlich dann immer sagen, weiß man nicht genau, könnte auch einfach so verlautbart sein, aber ich würde mal behaupten, es ist eigentlich eher andersherum, dass es mich wundert, dass bislang so wenig passiert ist, wenn man sich anschaut, dass Deutschland halt eigentlich mit der zentrale Akteur für die Ukraine und gegen Russland aktuell ist. Zumindest unter dieser Regierung. Und da wundert es mich eigentlich, dass so wenig bislang passiert ist, was das angeht. Und es wird natürlich auch gesagt, es sind jetzt nicht die ersten Verdachtsfälle, was das angeht. Ich meine, wir haben ja bis heutzutage auch keine, glaube ich, klare Antwort bekommen, was mit Nord Stream 2 auch gewesen ist. Mhm. Es ist
auch so, das fand ich ganz spannend, ich habe mir dann mal eine Einschätzung auch dazu angehört von einem Sicherheitsexperten, der dann meinte, eigentlich mit der zunehmenden Bedrohungslage jetzt auch durch islamistischen und rechtsradikalen Terrorismus ist es eigentlich wahrscheinlich, dass irgendwann auch mal jetzt so ein russischer Anschlag durchgehen wird. Mhm. Also es gab ja dann halt schon auf so einer Cyber-Kriminalitätsebene, da gab es ja da wohl schon einige Sachen. Es gibt ja auch in dem Beitrag, wird halt auch so ein bisschen darüber geredet. Du musst trinken, mein Lieber. Mach ich gerne. Wird auch so ein bisschen, ja, du hast schon lange nicht mehr getrunken. Das stimmt. Wird auch ein bisschen darüber geredet, dass es auch Beispiele gab von einem Anschlag, wo oder von einem Vorfall, von einem Brand, der noch nicht geklärt ist, was dahinter steht, wo auch vermutet wird, dass es vielleicht von Russland sein könnte und dann halt diese ganze Wahlbeeinflussung und so, dann die halt der Russland auch tatsächlich halt betreibt mit irgendwelchen Chatbots und solche Geschichten, ne? Mhm. Genau. Und ja, es ist auf jeden Fall eine weitere Zuspitzung der Lage. Also ich weiß wieder nicht, was passiert, wenn jetzt halt das tatsächlich passieren sollte. Du musst, ne? Auch trinken. Hast du? Oh ja, habe ich noch nicht. Ja, das ist natürlich immer die Frage. Ich meine, man muss dazu sagen, Russland hat so gesehen auf russische Oppositionelle wahrscheinlich Anschläge in Deutschland verübt. Mhm. Aber wenn es jetzt um einen deutschen Konzernchef gehen wird, oder sagen wir mal einen herausragenden Politiker, und man tatsächlich Verbindung nach Russland nachweisen kann, dann wäre die Hütte natürlich nochmal anders am Brennen. Und ich glaube auch, bei solchen krassen Sachen wäre es was Russland sicherlich sehr, sehr stark abwägen müsste. Aber ich glaube, man muss das auch trotzdem in einfach der generellen Zuspitzung der Lage verstehen. Klar. Wir hatten ja jetzt diese paar roten Linien auch wieder, die Russland eigentlich ausgemacht hatte, wo dann eben gesagt wurde, wenn das und das und das passiert, dann überlegen wir halt dann sehen wir uns eigentlich dazu gezwungen, Nuklearwaffen einzusetzen. Ist bislang jetzt noch nicht passiert. Das war ja beispielsweise als Reaktion gedacht auf den Angriff auf Frühwarnsysteme, was auch zur nuklearen Abschreckung eingesetzt wird. Aber da kann ich mir schon vorstellen, dass solche Sachen vielleicht dann jetzt als, sagen wir mal, weiterer Schritt in der Eskalationsspirale, ohne jetzt einen Nuklearkrieg loszutreten oder eine offene Konfrontation mit den Westmächten, dann eben im Gespräch steht. Was vielleicht tatsächlich eine Sache ist, was man auch nicht weiß, bei solchen Dingen, was ich mir tatsächlich vorstellen könnte, als vielleicht Sachen, die im Hintergrund passieren, wäre dann, dass man einfach sowas antäuscht und nicht tatsächlich durchzieht. Ja, was wären die tatsächlichen Konsequenzen? Bald in the Kiss finde ich auch. Wiederum. Das ist ja die ganze Zeit. Endcom probiert uns völlig aus dem Konzept zu bringen und es gelingt ein bisschen. Also, ja, das finde ich halt schwer zu beschreiben, weil es halt noch nie sowas gegeben hat jetzt. Ne? Also, ich kann es mir halt nicht so gut vorstellen, was dann passieren wird, weil das halt auch schwer vorherzusehen ist, wie dann Deutschland reagieren wird. Weil es halt, wie gesagt, es gibt jetzt keinen Präzedenzfall, der mir einfällt. Präzedenzfall heißt es. Von daher abwarten, ja, und Tee trinken, was halt passiert, ne? So. Ja, also das ist tatsächlich recht schwer zu sagen. Es wird sich sicherlich jetzt nichts irgendwie materiell an der Ausrichtung Rheinmetalls oder so ändern, weil ein CEO ist nicht ein ganzer Konzern. Der Haupteinfluss wäre wahrscheinlich, dass es zu einer immensen Verstärkung der Spannung zwischen Deutschland und Russland kommen würde. Also das würde ich sagen, sind wahrscheinlich die stärksten Konsequenzen von dem Ganzen. Ja, aber was das dann wieder genau bedeutet, ist halt auch die Frage, ne? Ja, also Rheinmetall wird nicht dadurch irgendwie
eine Kursänderung vollziehen. So, weil Rheinmetall ist auf jeden Fall der große Gewinner der letzten Jahre. Tempus Floor, wir melden uns nach dem Stream bei dir. Ich schreibe dir mal eine Nachricht. Gut, weiter. Jo, die letzte Nachricht ist mal vielleicht, ich würde schon sagen, was Positives, dass ja, in Deutschland wurde jetzt der größte Solarpark in Betrieb genommen. Und ja, das ist schon relativ beachtlich, was da ans Werk gegangen ist. Tja, stand hier auch irgendwo. Wo ist es? Genau, 605 Megawatt. Genau, hier steht es. Das könnte einen 360.000 Ein-Personen-Haushalt könnte das Ganze versorgen. Und das wurde gebaut in einem Zeitraum, steht es auch hier im Text. Also auf jeden Fall in einem relativ überschaubaren zeitlichen Rahmen von ein paar Jahren wurde das halt gebaut. Und ich fand das halt interessant, die Nachricht, weil das ja einfach dann nochmal so zeigt, dass es halt möglich ist, innerhalb von wenigen Jahren sowas halt hochzuziehen und dann halt auch sehr, sehr viele Menschen damit versorgen zu können und halt sehr hohe Leistungen erzielen zu können. Und dass, wenn es jetzt halt eine wirklich sehr, sehr starke Anstrengung in diese Richtung geben würde, also viel stärkere, als es jetzt das heutzutage gibt und noch weit über solche Prestigeprojekte, die sie dann ja nun mal leider oftmals sind, dass man da sehr, sehr schnelle Fortschritte auch erreichen könnte mit dem, was halt wir in Deutschland für Möglichkeiten haben. Jubra, die ganze Geschichte wird vor allen Dingen genutzt, das geht dann, wird dann übernommen von dann so Energieriesen, die das halt für sich abzwacken und dann halt, ja, um ihre Energiebilanz halt so ein bisschen aufzufrischen, ne? Genau. Also das ist halt so ein bisschen das Ding, dass hier zum Beispiel Isigali Duna hat sich über seine Tochter eben schon den Großteil davon halt gesichert und dann können die halt sagen, guck mal, wir investieren halt eben in grüne Energie und so weiter. Ja, aber warum soll das jetzt gut oder warum soll das jetzt gut oder schlecht sein? Weil ich meine, der Strom wird so oder so von den Produzenten auch verbraucht und es ist ja eigentlich egal, ob jetzt der Ein-Personen-Haushalt oder eben die große Produktion damit versorgt wird, weil am Ende des Tages produziert werden muss es so oder so. Also ja, und das Ganze ist auch interessant, dass es halt in Sachsen passiert. Also es ist halt auch so ein Prestigeprojekt für Sachsen. Ja, ich finde das sowieso recht faszinierend, wenn man durch Sachsen oder generell so durch den südlichen Teil von Ostdeutschland fährt. Gerade bei Nacht fühlt es sich wirklich an, als würde der ganze Himmel von roten Sternen erleuchtet sein. Einfach weil überall Windräder stehen. Mhm. Deswegen gefühlt, dieses Bundesland ist einfach vollgehauen mit erneuerbarer Energieinfrastruktur. Deswegen passt das auch ganz gut mit dem Solarstrom. Und es ist ja auch tatsächlich so, Solarenergie hat zwar vergleichsweise hohe infrastrukturelle Anschaffungskosten, aber wenn die einmal in Betrieb sind, das ist ja, glaube ich, sogar die günstigste Energieform, zumindest aus der deutschen Perspektive. So. Ja. Und dementsprechend ist das natürlich sehr schön, wenn dann, sagen wir mal, auch mal sowas wirklich passiert und funktioniert, so ein riesiger zusammenhängender Solarpark. Und ich bin auch generell Fan, weil man muss ja halt schon sagen, dass es auch im Vergleich jetzt zum Beispiel zu Windrädern und so, sind die... Ist wirklich flächensparender, wenn du das anguckst. Sieht sehr überschaubar aus. Ja, guck mal hier, also das ist schon eine große... Wir können nochmal hier in das Video einmal reingucken, aber mir geht es auch darum, dass zum Beispiel bei Windrädern sterben ja auch wieder Vögel und hast auch eine Geräuschbelästigung und solche Sachen, die ja schon noch dazu kommen. Der berühmte Schlagschatten. Leute, mal in den Wahnsinn treibt. Also, ihr könnt ja mal... Da stand doch mit Video... Wo ist denn das Video? Was für ein Scam hier!
Stand mit Video. Hier steht wieder mit Video. Tja, das Video ist nicht mehr. Da vielleicht. Grundsätzlich ist das eine Vermögensanlage neben Immobilien und Wertpapieren und anderen für Versicherungen in diesem Bereich zu investieren. Okay, was auch immer, was das ist. Ja, scheinbar haben ein paar große Firmen ja rein investiert. Ja, Bold Etikus, ich meinte das tatsächlich auch eher aus dieser Perspektive von, und da kann man jetzt drüber lachen, aber es ist halt ein Argument, was sogar mit am stärksten vorangebracht wird, dass es die schöne Landschaft verschandelt. So. Und da kann man jetzt sicherlich zu stehen, wie man will, ne? Das ist ja auch irgendwo eine ästhetische Frage, aber es ist nun mal so, wenn man durch manche Teile, also nicht nur Ostdeutschlands, das haben wir hier ja auch, oder auch in Norddeutschland viel, dass man da durchfährt und du siehst halt überall einfach nur Windräder. Kann man mögen, aber die meisten Leute finden es halt recht schäbig und da ist dann, das ist ja auch der Vorteil bei sowas, da ist dann eben eine Fläche, die komplett vollgehauen wird und dann kannst du es halt natürlich mit Verlust, aber von da aus dann weiterleiten, übertrassen. Dann wie Jubra schreibt, es gibt ja auch auf dem Wasser dann noch die Möglichkeit, sowas zu bauen. Und Solarparks. Im großen Stil? Das kann ich gar nicht. Und tatsächlich, wenn man jetzt, ich würde jetzt auch sagen, also in Deutschland ist es ja auch wirklich so, dass es halt sehr, sehr viel von diesem Landfläche, wie man das ja auch hier sieht, einfach flaches Land, ja, wo dann halt normaler, also es ist ja natürlich auch in der Region besonders viel, wo dann halt landwirtschaftliche Fläche. Wo dann halt landwirtschaftliche Fläche ist, wo einfach ein Feld an dem nächsten ist und das ist auch keine Natur oder irgendwie besonders herausragend anzuschauen oder so, finde ich jetzt halt keinen großen Unterschied, wenn dann jetzt halt Felder mit Solarpanels da halt stehen im Vergleich zu zigtausende Felder von irgendwelchen, was weiß ich, Pflanzen. Ja, ist auch ganz spannend. Das war ja auch was in der Diskussion immer gewesen ist. Wir hatten das, glaube ich, einmal angeschnitten in unserer Folge zum deutschen Bauern, dass das auch ein großer Kritikpunkt von der aktuellen Bauernbewegung war, dass es sich für viele Landwirte eben nicht mehr lohnt, Sachen anzubauen, wenn sie stattdessen die Fläche für Solarparks verkaufen oder verpachten können. Aber von daher, das könnte echt so ein Way sein, also wirklich ordentlich was aufzubauen. Ja, also ich meine im Endeffekt mit den Möglichkeiten, die wir jetzt haben, mit der Technologie der erneuerbaren Energien, so natürlich Wasserkraft ist größtenteils in Deutschland ausgeschöpft, aber gerade über Windenergie und Solarenergie könnte man halt sicherlich mit 20-30% Gaskraftwerken vielleicht noch dazu, wo man dann eben gut beisteuern kann, eigentlich sehr viel schon machen, ne? Und ich, zu einem großen Teil geht der Weg ja jetzt auch dahin. So. Und das passt auch vielleicht noch als Zusatzinformation dazu, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber ich glaube, wir haben jetzt auch tatsächlich die 1,5-Grad-Grenze geknackt. Also es war ja von der Klimabewegung immer so dieses Ziel, okay, das ist hier die rote Linie, zumindest mal irgendwann jetzt ausgekoren, 1,5 Grad, heißer darf es halt nicht werden. Und das ist jetzt tatsächlich, gab es jetzt einen Monat in Folge weltweit berechnet, weil dann die Rechten heulen dann ja immer rum, aber es war ja so kalt und regnerisch in Deutschland. gab es halt diese 1,5 Grad Steigerung und da sind wir jetzt also schon angelangt. Also das eigentliche Ziel, was jetzt halt so sich die Staatengemeinschaft gegeben hat, was man dann ja erreichen möchte, was ja auch klar war, dass es niemals erreicht werden wird, ist jetzt schon nicht eingehalten. Und die wollten das, glaube ich, auf maximal 2 Grad oder so auf jeden Fall. Und 1,5. Ja, machen wir eine 2 draus. Auf jeden Fall ist es halt, nur dass ihr Bescheid wisst, dass das, falls ihr es nicht mitbekommen habt, ging jetzt auch nochmal rum die Nachricht, dass es jetzt passiert ist, final. Meine Hoffnung ist ja immer noch, dass wir irgendwann dabei rauskommen, dass es sich so wie das Ozonloch auflöst. Ey, das fand ich aber krass. Ist. Da wurde ich nämlich heute nochmal drauf angesprochen. So, ey, sag mal, weißt du eigentlich, was damals irgendwie, ich kenne das noch aus meiner Kindheit, mit dem Ozonloch passiert ist? Das ist voll die krasse. Ich war halt auch so, irgendwann, aus irgendeinem Grund hat mich irgendwer darauf angesprochen oder ich habe nämlich, dann, das kam nochmal so auf und dann dachte ich so, hey, ja, stimmt. So, ab irgendeinem Punkt hat es einfach aufgehört, dass darüber geredet wurde, über das Ozonloch. Und das war eine Zeit lang ja so voll das Megathema, wo nur noch drüber geredet wurde. Und dann war es einfach weg. Und ich habe mich dann, weil es einfach weg war, habe ich mich auch nicht mehr gefragt, was damit passiert ist. Und dann so, oh, es ist tatsächlich gelungen, es zu schließen. Wow. Ja, die haben
den Stoff, der dafür, oder die Stoffe, die dafür verantwortlich waren, eben verboten. Ich glaube, es war ja teilweise sogar, na, Juba schreibt es auch nochmal rein, war ja, glaube ich, teilweise sogar ein Haarspray drin gewesen. Ja. Und da hat es auf jeden Fall mit den, ich weiß nicht, ob es überall global tatsächlich dann verboten werden konnte, dass auch in Nordkorea kein Haarspray mehr damit hergestellt wurde oder so. Aber von den relevanten Industrienationen war es ja schon so, ne? Ja, echt geil. Gut, manchmal klappt es auch irgendwie. Nee, tatsächlich, Juba habe ich noch gar nicht gesehen. Windräder ohne Räder. Was? Windräder ohne Räder? Nee, kann ich auch nicht. Muss ich mir mal angucken nach dem Stil. Ich denke mir, es wird ein wichtiger Part dabei fehlen. Ja. Windrad ohne Rad. Ja, Waldsterben, stimmt. Waldsterben und der saure Regen. Habe ich auch eine ganze Zeit so ein großes Ding. Deutschland tatsächlich auch recht viel aufgeforstet, ne? Das ist ja auch was recht immer anführen, wenn Leute sich über irgendwie Wald wird abgeholzt für Autobahnen, dann Röder Forst, Tambacher Forst, dann immer sagen, ja, aber die Waldfläche in Deutschland. Ja, ja, aber die ist ja auch total kaputt. Also das ist ja auch was jetzt halt nicht komplett aufbaut. Die ist kaputt, das stimmt. Aber sie ist da. Bleibt standhaft. Naja. Hoffentlich. Ein Thema für einen anderen Stream. So wie die Moore, finden wir auch. Haben wir auch ein großes Herz für, auch für Wald- und Wiesenflächen, auch wenn jetzt gerade hier Hate gemacht wurde. Aber ich würde sagen, jetzt haben wir hier eine schöne Nachricht mal von staatlichem und unternehmerischem Handeln bekommen, wo scheinbar mal was Gutes und Tolles durchgesetzt wurde für unser aller Zukunft. Wie schaut es denn auf der Bewegungsebene aus? Ja, wurden da auch tolle Sachen durchgesetzt? Auf jeden Fall. Wie der größte Solarpark Deutschlands. Nicht ganz. Aber ich habe es mir gerade schon gedacht, Marius, wo du reingekommen bist, grüß dich. Das passt ganz gut, weil in der anarchistischen Bewegung ist tatsächlich einiges passiert in den letzten zwei Wochen und ich möchte eigentlich zwei Sachen hervorheben. Einmal hat sich jetzt aus dem anarchismus.de Discord-Server eine Vernetzung heraus entwickelt über den deutschsprachigen Raum und ist auch mit 35 Städten und Regionen schon gestartet. Hier könnt ihr sehen, wo das Ganze schon etabliert ist, im Aufbau begriffen ist und angemeldet ist. Und das meint einfach, dass dort halt Menschen schon miteinander vernetzt sind und sich erstmal kennenlernen und auf lokaler Ebene was starten. Also wenn ihr einen niedrigschwelligen Ansatz sucht, wo ihr aktiv werden wollt, weil ihr bisher jetzt keinen Ansatz gefunden habt oder so, oder weil das einfach schon niedrigschwellig ist, dann könnt ihr da halt einfach dazukommen und aktiv werden. Auf jeden Fall eine schöne Initiative, die so ein bisschen gefehlt hat, finde ich, weil es davor halt eben weniger diese niedrigschwelligen Ansätze außerhalb der FAU gab. Dann möchte ich hervorheben, dass es dieses Jahr unglaublich viele von diesen anarchistischen Tagen und Vernetzungen und Treffen gibt. Also wirklich enorm viel. Und ich möchte das einmal durchgehen. Da sind auch ein paar vergangene Sachen dabei, wo ihr dann doch das nochmal seht. Wir haben über einige Sachen auch immer wieder geredet. Komm. Aber das zeigt halt, dass das halt wirklich so ein Modell ist, was in Teilen, dann passieren ja vielleicht auch Sachen, die ein bisschen komisch sind, aber vieles ist auch sehr positiv. Und es ging halt los hier mit dem Jugendkongress, vielleicht habe ich auch was vergessen, aber ne, ich habe probiert, alles aufzuführen, hier mit dem Jugendkongress in Berlin, wo ich ja auch mit dabei war, dann die anarchistischen Tage in Göttingen, das ist auch schon vorbei, die anarchistischen Tage in Leipzig im April und Mai, die anarchistische Buchmesse in Mannheim, wo ich ja auch mit von der Partie war, dann gab es die anarchistischen Tage in Potsdam, die gibt es ja auch schon relativ lange. Da vielleicht auch ganz interessant noch als Zusatzerwähnung, haben Antideutsche eine Veranstaltung verhindert im Rahmen dieser anarchistischen Tage von unseren Genossinnen von der Perspektive Selbstverwaltung, der jetzt nachgeholt wird. Also wenn ihr aus der Region kommt, hier am 20.07. könnt ihr euch die nochmal einverleiben. Dann halt aktuell am Laufen die anarchistischen Wochen in Berlin, die halt so einen Schwerpunkt auf die Erinnerungen an Senzel und Erich Mühsam haben. Das ist eine sehr, sehr schöne Veranstaltungsreihe auch, wo ihr nochmal reingucken könnt, wenn ihr da Zeit habt, aus Berlin kommt oder so, vorbeizuschauen.
etwas wilde Webseite, aber die Interkontinentale, das ist eine auch so eine anarchistische Tage-Seite, wo in drei verschiedenen Städten, also ist so der Gedanke, dass es in mehreren Regionen sowas passiert, eben jetzt in Rostock, das ist schon vorbei, aber in Weimar und in Wien dann halt noch was stattfindet. Dann die anarchistischen Tage in Greifswald, in Ostdeutschland auch, die auch noch ins Haus stehen im August, die auch einen sozial-anarchistischen Schwerpunkt haben, sowie die anarchistischen Tage in Dresden, die ja auch recht bekannt sind im September, und dann noch zum Abschluss in Hamburg das Refuse-Event, was dann vom 31.10. bis 3.11. stattfindet, was auch sich sozial-anarchistisch positioniert. Und ich finde, man sieht halt auch wirklich, wenn man sich die Sachen so anguckt, dass es eine ganz, ganz klare Zunahme von so klassenkämpferischen und sozial-anarchistischen Ansätzen gibt. Es ist sogar so, dass es halt zum Beispiel beim Refuse-Konzept zum Beispiel explizit in den Einladungen auch erwähnt wird, dass man halt so individualistische Ansätze, so irgendwelches krudes Zeug halt auch, wie jetzt halt Primitivismus oder so, explizit ablehnt und halt nicht repräsentieren möchte. Und das ist alles diese ganzen Tage vielleicht nicht immer Gold, was man, ne, da sind auch immer wieder Sachen dabei, wo man sich fragt, was soll das jetzt? Aber es zeigt einfach, dass es ein spannendes Konzept ist. Es gibt viele Vernetzungen, da ist einiges in Bewegung und viele, die so, ja, einfach was starten wollen, die einfach Rahmen schaffen wollen für die Vernetzung. Und das macht Hoffnung, dass da sich einiges in den nächsten Jahren hier entwickeln wird, auch an neuen organisatorischen Ansätzen. Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen das, was wir auch mit dem A-Netz ganz direkt bei uns sehen, ne? Dass ja einfach der Bedarf da ist von den Leuten und gerade der Bedarf eben da ist mit einfach dem Ende von viel einfach anarchistischer Organisierung in irgendwelche Richtungen, in alles Mögliche und das alles versuchen zusammenzudenken, dass es da wirklich einfach eine ganz erneute, natürlich auch mit dem, was im Internet jetzt passiert und den ganzen Diskussionen, die darum passieren, einfach eine Profilschärfung gibt. So. Ja. Und dass so wie die anarchistische Bewegung jetzt, sagen wir mal, aus den vielen Trümmern wieder aufersteht, halt als eine passiert, die wirklich sich viel klarer geworden ist über viele Fragen, die vorher einfach divers beantwortet wurden, mit mehr einheitlicher Strategie, mit mehr einheitlicher Analyse und mit einem deutlich klareren Profil als vorher. Und das finde ich schon eine sehr, sehr schöne und sehr hoffnungsvolle Entwicklung. Ja, lass uns auf jeden Fall dranbleiben und das gemeinsam so voranbringen und so gestalten, dann ist wirklich was drin. Jetzt trinke ich auch noch mal einmal entkommen mit los hier. Ich muss gleich richtig strullern. Trinken nicht vergessen. Ja, darauf ein Drink. Ich glaube auch, ich muss jetzt mal langsam meine Flasche wieder auffüllen. Oh ja, Pink Quality A-Camp in Österreich. Und es gibt sicherlich noch weitere. Das war jetzt nur so ein kleiner Ausschnitt, war, dass man halt wirklich mal sieht, da ist was in Bewegung, Leute. Bold Anarchist, ich wäre ja auch tatsächlich sehr dafür offen, wenn es mal zu einer wirklich sehr, sehr geeinten anarchistischen Bewegung in Deutschland gibt, können wir gerne in Erinnerung an unsere vorherigen Zustände Auferstanden aus Ruinen als Hymne einführen. Vielleicht ein bisschen umgedichtet, aber... Das ist ein schönes Lied. Kann man schon, sagen wir mal, würde ich so sagen, 87% des Textes sicherlich übernehmen. So, kein Übertagestream ohne wilden Take. Haben wir jetzt auch im Kasten. Ja, kann man vielleicht so auf die Liste schreiben, wenn man irgendwann mal mit mir diskutieren möchte. Gut. In dem Sinne war richtig top besucht heute. Bis zu 50 Leute gleichzeitig. Sehr, sehr schön. Wir sind ja auch ordentlich am Wachsen hier auf Twitch. Es ist auch viel passiert. Ne? Come on! So, entkommen, bevor wir jetzt gleich hier Air trinken, würde ich sagen, machen wir Schluss ist jetzt für heute. Tatsächlich auch meine Flasche leer, ich müsste auch aufstehen. Ich habe jetzt alles ausgesucht, was ich hier hatte. Ja. Ein Film empfehlenswert, gerade aus dem Kopf heraus. Ich habe jetzt gerade nichts aus dem Kopf heraus. Also ich sage immer, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, Children of Man, einer meiner liebsten Filme und finde ich eine der besten, obwohl es größtenteils eher in so eine Thriller-Richtung, teilweise auch eher dramatisch reingeht, viel Hoffnungslosigkeit, eine der besten Action-Sequenzen in einem Shot gedreht. Fantastisch. Children of Man anschauen. Okay, dann sage ich noch was anderes, was mir jetzt gerade eingefallen ist. Land and Freedom. Ja. Quasi Verfilmung von George Orwells Mein Katalonien. Ich dachte, du sagst, es ist Conan der Barbar mit Arnold Schwarzenegger und der erste Teil.
So, dann haben wir jetzt auch hier wie so eine Art ZDF-Nachtmagazin-Kulturteil auch noch mit in den Nachrichten drin gehabt, wa? Ja, könnt ihr ja schreiben, ob ihr euch generell jetzt einen Kulturteil für die Zukunft wünscht, damit wir noch mehr wie 99:1 werden. In diesem Sinne würde ich sagen, schön, dass ihr alle da wart. Bis zum nächsten Mittwoch. Glück auf. Eine gute Woche euch. Glück auf.